Noch ist es in der Davis-Cup-Halle in Unterbremstetten relativ ruhig, doch das wird sich bald ändern, denn die besten Motorradartisten der Welt sind wieder zu Gast in der Steiermark. Eines kann ich vorweg schon einmal verraten, Masters of Dirt 2011 wird noch origineller, noch spektakulärer und noch gefährlicher. Bevor die Show startet, schauen wir uns noch das Training an und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Ja, wir haben 2 Tage benötigt, dass wir ca. 1500 Kubikmeter an Erde, Sand eher, 3 Landungen gebaut haben und Rampen haben wir 8 Rampen da, wobei eine 3 Meter breit ist. Wir sind sehr froh, dass wir wieder im Schwarzen Freizeitzentrum die Show machen können, weil die Davis Cup Halle super geeignet ist für Freestyle Motocross. Wir haben es dieses Jahr geschafft, 2 Sprünge hintereinander aufzubauen. Das heißt, die Strecke ist ein Wahnsinn, super spektakulär. Was hat man zu erwarten? Fliegende Snowmobiles, Quads, Mountainbikes, BMX-Räder, Freestyle Motocrosser, die teilweise zu dritt nebeneinander Rückwärtssalto springen. 2 Spanier, die zu zweit auf einem Minibike einen Backflip springen, einen Tandem-Backflip. 10 Fuel Girls, Pyrotechnik, gute Musik, 3 Stunden, Spannung pur. Das ist Masters of Dirt. Es ist sehr aufregend. Wir trainieren fleißig, was wir in der Show zeigen möchten. Wir hatten einige Probleme, die sind mittlerweile gelöst. Jetzt ist alles gut. Es wird eine sehr gute Show. Letztes Jahr war schon sehr gut. Dieses Jahr ist meine erste Show und diese wird noch größer und noch besser. Dieses Event ist wirklich cool. Super Publikum und wir haben viel Spaß. Und es ist wirklich toll, hier zu sein. Es ist super. Ich war letztes Jahr schon da und bin stolz, wieder hier sein zu dürfen. Es ist einfach toll. Ich kann es kaum erwarten. Es ist eine Party für jeden. Wir riskieren unser Leben, ein unglaubliches Lebensgefühl. Es ist eine wilde Party. Was macht die Fuel Girls so besonders? Ich denke, sehr viele verschiedene Charaktere, viel Spaß, eine Menge trinken, einfach alles. Fire breathing, having a love drink, fucking everything. Hands off. Wicked time, girls. Wer kann ein Fuel Girl werden? Jede, die kein Girlie ist, du musst schließlich halbnackt einen Erdhügel hinaufrennen und dich sehr schmutzig machen. Du musst diesen Job wirklich lieben. Getting dirty and yeah, someone up for a laugh. In diesem Jahr erwartet die Besucher von Masters of Dirt das absolute Maximum an Freestyle- und Showprogramm. Die Halle ist mittlerweile gefüllt, die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Show kann starten. Now I'll ask, do you like that?
geile Scheiße, gut gemacht, gut aufgezogen, die Fahrer haben einen Spaß, das merkst du direkt bei der Show, absolut genial, bin froh, dass ich da bin. Danke Julia. Richtig geiler Scheiß, geben richtig geil Gas. Okay, ich habe sowas noch nie gesehen, also das ist das erste Mal, es ist toll, ja. Na Wahnsinn, mit dem umhopfen, mit den Maschinen. Ich probiere es jetzt auch mit dem Maxi. Warte, die Buben mal richtig Gas geben, wie es gehört. Sechs das erste Mal in Natura, ich habe es im Fernsehen schon gehabt, aber da in Natura ist es schon ganz was anderes. Ja, es gibt nichts einmalig. Super! Ich fahre immer nach Wien, aber wir sind aus Niederösterreich hergekommen und ich schaue mir sie wieder einmal, es ist voll und ich kriege. Und jetzt schaust du es trotzdem nochmal in Wien an? Sicher, ja. Das vierte Mal jetzt auch. Oder das dritte Mal, ja. Boah, ein richtiger Masters of Dirt-Fan. Ja, es ist einfach cool, wenn man die Motocross-Sicht und den Höhen und so und den mal liebst nachhaben, ja, das Ganze. Hast du es selber auch schon mal probiert? Also bei der Derby früher gefahren, aber das war schon wieder. Da ist Schwarzl immer eine gute Veranstaltung, da musst du einfach herkommen, ja. Was sagt es zu den Fuel Girls? Sau geil. Ja. Es ist sau kalt da, aber die machen es ein bisschen wärmer, sagen wir ja. So, ja. Ich muss sagen, Masters of the Earth ist wie jedes Jahr eine Herausforderung. Die weltbesten Stuntleute vereint hier am Schwarzlsee. Und da ist einfach, man hört sie im Hintergrund, Action, Action, Action. Und es macht unheimlich viel Spaß. Hat es bis jetzt irgendwelche Zwischenfälle gegeben? Bis dato Gott sei Dank keine und ich hoffe, es bleibt so. Los ist eine wunderbare Action, das muss man schon einmal gesehen haben. Also ist beeindruckend, was die Leute eigentlich zeigen und aufführen. Das muss man echt einmal erlebt haben. Ja, die Show selber ist an sich spektakulär. Ja, muss sagen, zum ersten Mal dabei. Das ist mehr als überraschend, also wirklich fein. Von der Stimmung her, der Moderator macht das wirklich gescheit und alles. Und natürlich die Fahrer, wirklich fein. Also das Ganze. Sehr gut, es ist lustig und die Stunts sind auch echt Hammer. Masters of Dirt 2011. Eine unglaubliche Show, spektakuläre Stunts, eine grandiose Stimmung. Tausende begeisterte Fans bestätigen den Erfolg dieses einzigartigen Events. Wir freuen uns schon jetzt aufs nächste Jahr, verabschieden uns an dieser Stelle und sagen Tschüss, ciao und Baba.